Ja, hallo meine lieben GeoLebenTV Zuseher, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ja, endlich wieder mal ein Lebenszeichen von mir. Das freut mich natürlich ziemlich. Ja, nach etwas über 2 Wochen, die wir uns nun in dieser Quarantäne befinden und ich jetzt einfach auch mal eine Zeit gebraucht habe, mich hier auch in diesem Ausnahmezustand zu sammeln, damit einfach auch klarzukommen, mich zu orientieren und gut und richtig gestärkt aus dieser Sache hier wieder rauszukommen, möchte ich einfach euch hiermit ein paar Tipps, ein paar Empfehlungen an die Hand zu geben, wie ihr nicht nur das Ganze einfach mal so überleben werdet, sondern wie ihr hier richtig, richtig gestärkt hier Chancen darin sehen könnt, damit auch bei euch sich etwas verändert und etwas passiert und wir nicht weiterhin hier, wie ich weiß nicht, wie die Ameisen oder die Schildkröten in Angst verharren müssen. Aber ihr wisst eh ganz genau, das Wichtige kommt bei GeoLebenTV immer zuerst nach dem Intro. Also bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, auch ich habe jetzt einfach mal eine Zeit gebraucht, um mir mit der ganzen Situation einfach sehr, sehr gut klarzukommen. Und ich gehöre nicht zu den Menschen, die nach einem traumatischen Erlebnis, und das ist diese Ausnahmesituation, zweifelsohne sofort zur Tagesordnung übergehen. Jeder hat eine gewisse Art und Weise, mit solchen Ausnahmesituationen umzugehen, was sie doch mit Sicherheit die meisten, inklusive mir, einfach gemeinsam haben, ist einfach mal die Sprachlosigkeit, ja, der Schockzustand, in dem wir uns befinden, natürlich daraus entstehende Ängste, Zukunftsängste. Manche vielleicht haben auch tatsächlich Angst vor dem Virus. Ja, so ist das einfach nun mal bei einem traumatischen Erlebnis. Da fährt unser Gehirn einfach mal auf Sparflamme, auf Notbetrieb herunter und schaut, dass es einfach mal nur so überleben kann. Viele Menschen erstarren in solchen Situationen, sie passen sich an, sie nehmen alles hin. Andere Menschen wiederum gehen zum Angriff über, sie regen sich auf, sie beschweren sich, sie finden Theorien, warum und weshalb das Ganze passiert, wer und was dahinter steckt und sie klagen diese und jene an. Andere Menschen wiederum gehen total auf Rückzug, sie versuchen so zu tun, als einfach nichts passiert wäre, versuchen sich zu verstecken, ich höre nichts, ich sehe nichts und ich rieche und schmecke nichts. Und meine Lieben, nicht falsch verstehen, das ist überhaupt kein Vorwurf an diejenigen, das sind einfach unsere ureigensten Mechanismen, wenn wir einfach Stress haben. Ja? Und das kann mal wirklich auch in solchen Situationen 2 Wochen oder vielleicht auch ein bisschen länger dauern. Da herrscht dann wirklich Unklarheit, da herrscht Angst. Was wird passieren? Wie wird es weitergehen? Da ist natürlich auch Verzweiflung um die Zukunft da und so weiter und so fort. Es ist ja objektiv gesehen, natürlich gibt es Grund hier zu verzweifeln. Es gibt jetzt schon eine Menge mehr Arbeitslose. Aber was hilft das Ganze? Es ist jetzt einfach mal so, dass wir uns dem Ganzen stellen können. Die Frage ist einfach nur, wie stellen wir uns dem Ganzen? Ja, es ist jetzt einfach wirklich mal so der Zeitpunkt. Es sind, glaube ich, 17 oder 18 Tage seit Quarantänebeginn jetzt vergangen. Es ist jetzt einfach auch eine Frage der Entscheidung. Ja? Du kannst dich jetzt einfach auch mal dafür entscheiden, bleibe ich nun weiter in meiner Angst, in meiner Unsicherheit, in meiner Anpassung, mache alles mit und in der Hoffnung, dass alles bald wieder vorbei sein wird und dann später alles wieder genauso ist wie früher, oder entscheide ich mich einfach dafür, dass ich jetzt in die Zuversicht gehe, dass ich das Ganze als Chance sehen kann und mein Leben hier aus dieser Krise einfach wirklich in einer gewissen Art und Weise anders neu kreieren und neu gestalten kann. So nach dem Motto, jetzt erst recht, ich nutze diese Krise als Chance. Glaubt mir, ich habe in meinem Leben schon so viele Erfahrungen gemacht und einiges durchgemacht, wo ich verzweifelt war, nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll. Und ich habe es nicht nur geschafft zu überleben, ich habe diese Krisen
nicht nur überlebt und dann so irgendwie weitergemacht, sondern ich habe in allen Fällen das Blatt sozusagen gewendet. Ich war zum Beispiel vor 35 Jahren total unzufrieden mit meinem Beruf, ich war total unzufrieden mit meinem Leben. Ich habe mir geglaubt, ich bin überhaupt im falschen Film. Ich wurde fast zum Alkoholiker. Ich habe 20 Jahre geraucht wie ein Schlot, habe mich lange genug schlecht ernährt. Ich war in einem Burnout und ich habe alles nicht nur überlebt, sondern wie gesagt, ich habe in jeder Krise die Chance nützen können. Ich habe in jeder Krise die Chance einfach genützt und daraus sozusagen meine Stärke gezogen. Früher wurde ich fast Alkoholiker, später bin ich dann eben Suchtberater geworden. Das einfach mal nur so als Beispiel. Doch jetzt einfach wieder zurück zur jetzigen Situation und zu dir. Ja, ich möchte dir, wie gesagt, ein paar Empfehlungen, ein paar Tipps an die Hand geben, wie du diese Krise nicht nur ebenso mal überleben wirst, so durchgehen wirst, sondern wie du wirklich die Chancen, diese Möglichkeit nützen kannst, hier aus diesen Krisen wirklich Chancen zu kreieren. Und deshalb fangen wir gleich einfach mal mit dem ersten Punkt, mit dem ersten Tipp an. Es ist jetzt wichtiger, eine Entscheidung zu treffen, ja, ganz bewusst eine Entscheidung zu treffen. Beschäftige ich mich immer noch weiter mit den Gründen, warum das alles passiert ist und zieht sich noch unglaublich eine Unmenge an Verschwörungstheorien rein, klagt weiter das System an, verzweifelt, dass einem das Leben so übel mitspielt, oder man überlegt sich nun, wem das jetzt nützt. Nützt mir das was, wenn ich mich nur noch mit den möglichen Ursachen dieser Krise beschäftige? Eines kann man sich sicher sein, für Wohlbefinden wird einem das nicht helfen, wenn man sich nur mit diesen negativen Dingen auseinandersetzt. Kurzfristig vielleicht, da geht der Druck ein bisschen hinunter, ja, man hat halt einfach wieder einen Grund, weshalb es auch keinen Sinn hat anzupacken, weil es ist ja sowieso alles unglaublich schwierig und die da oben schmieden sowieso einen Komplott nach dem anderen. Das ist natürlich etwas, was dann jemanden einfach auch unten hält. Ja, und deshalb ist es jetzt einfach wichtig zu entscheiden, bleibe ich sozusagen im Ergründungsmodus, möchte ich herausfinden, wo die Übeltäter alle so sind, oder gehe ich in die Offensive und schaue einfach, welche Chancen diese Krise bereithält. Denn Krise bedeutet ja nichts anderes als eine notwendige Veränderung. Also nütze diese Krise als Chance und vor allem als deine Chance. Ja, der zweite ganz wichtige Schritt ist einfach einmal in sich zu gehen. Ja, das kann ein jeder für sich gestalten, wirklich mal Innenschau zu halten, sich nicht immer nur im Außen zu orientieren, was passiert da, was passiert dort, sondern wirklich einfach auch mal in sich zu gehen. Ich zum Beispiel, ich meditiere gerne, ich betreibe auch viel Sport, ich laufe und irrsinnig gern und mache das jetzt in dieser Zeit einfach wieder wesentlich öfter, weil ich einfach auch die Möglichkeit habe, hinauszugehen in den Wald in der Mittagspause, da laufe ich doch mal schnell eine Runde, oder ich gehe nach meiner Arbeit in den Wald, genieße einfach auch dort die Zeit und versuche wirklich diese heilende Wirkung des Waldes hier aufzusaugen. Es gibt natürlich auch viele, viele andere Möglichkeiten, wirklich zu sich zu kommen. Einfach mal nachschauen, was dir in dem Falle einfach nützlich ist. Hauptsache, du sorgst dafür, wirklich mal in dich hineinzuschauen, nicht immer nur ins Außen. Ja, der dritte Punkt zum Beispiel ist, beschränke dich die Nachrichten, ja, die ganzen Nachrichten, die uns da jetzt wirklich tagtäglich überhäufen, von oben, von unten, von der Seite, von links, von rechts, von vorne und von hinten. Es ist wirklich unglaublich, was für ein Nachrichtenschwall da auf uns zukommt, ja. Beschränke dich wirklich auf ein verarbeitendes Ausmaß, also wirklich so viel, wie man wirklich verkraften kann. Es ist einfach sehr verfänglich, sich jede Info mal reinzuziehen, weil man ja glaubt, etwas zu versäumen und dann plötzlich als Einziger dasteht, der jetzt auf einmal nicht weiß, was passiert. Doch ihr könnt mir auf jeden Fall glauben, diese Angst ist einfach unbegründet. Ich lebe seit Jahren ohne Nachrichten, ohne Zeitung und das
ist einfach sehr gut. Das, was wirklich wichtig ist, das bekomme ich auch so mit, das habe ich auch jetzt so mitbekommen. Ja, umso mehr man sich einfach die tägliche Berichterstattung hineinzieht, ansieht, umso mehr entsteht natürlich das Bild, wie schrecklich das alles ist, wenn ich den ganzen Tag einfach auf Tod blicke und schaue. Dann habe ich natürlich nichts anderes mehr im Kopf, aber das ist natürlich ein sehr verfängliches Bild, weil es natürlich nicht überall so ist und weil natürlich immer nur auf gewisse Plätze einfach fokussiert wird. Also hier wirklich darauf achten, so viel an Informationen von außen wie einfach nur nötig, weil wenn ich auf der einen Seite meditieren möchte, in mich schauen möchte, und dann doch wieder nur die ganze Zeit im Außen bin, dann kriege ich nur einen Knoten im Kopf, wo sich das Gehirn denkt, jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus, auf der einen Seite soll ich in mich reingehen und auf der anderen Seite ständig wieder im Außen. Kommen wir weiter zum vierten Punkt. Mache dich nun daran, dir zu überlegen, was du aus dieser Situation machen kannst, welche Chancen du denn entdecken kannst. Es ist ja nun auch eher mehr Zeit. Wir haben mehr Zeit. Du hast mehr Zeit zu überlegen, mehr Zeit einfach für dich. Überlege, was wolltest du vielleicht schon immer machen? Was juckt dich seit Jahren sozusagen unter den Fingernägeln? Beruflich einfach. Vielleicht möchtest du dich schon länger beruflich neu orientieren. Jetzt hast du Zeit, dich dem Ganzen mal zu stellen. Neue Herausforderungen. Jetzt bist du sowieso in einer Herausforderung. Da kannst du diese Herausforderung ja schon mal für etwas Positives, für dich, für etwas Gewinnbringendes eben auch nützen. Weiter kommen wir zu Punkt 5, ja? Punkt 5, der dich weiterbringt. Ja? Welche Herausforderungen hast du in deinem Leben schon gemeistert? Ja? Also hier einfach gut zu Punkt 4, einfach das ist sehr hilfreich zu schauen, wenn du was Neues machen möchtest, wenn du Stärke gewinnen möchtest, wenn du Mut kreieren möchtest für dich, schau, welche Herausforderungen, Schicksale du in deinem Leben schon gemeistert hast. Und alle haben schon schwerwiegende Herausforderungen gehabt und nicht nur überlebt, sondern etwas daraus gemacht. Nämlich die Person, die du jetzt bist. Und ich hoffe, du magst dich so, wie du bist. Denn das bist du nicht nur deshalb geworden, weil der liebe Gott das so wollte, sondern weil du einfach Dinge erledigt hast, weil du Herausforderungen seit deiner Geburt einfach gemeistert hast. Also schau nach, was du schon alles überlebt, geleistet hast und aus dir gemacht hast. Ja, kommen wir weiter zu Punkt 6. Da habe ich auch etwas gebraucht, um das für mich annehmen zu können. Und zwar, man muss jetzt nicht in allen Bereichen seine Herausforderungen suchen. Es ist einfach ganz, ganz wichtig zu schauen, was unterstützt dich in der Situation jetzt und hilft dir in dieser Krise wirklich Chancen nützen zu können. Ja? Für mich ist es zurzeit die Bewegung, die Natur, der Wald, vermehrter Kontakt zu meinen Liebsten, offener und freundlicherer Umgang mit den Menschen, die ich jetzt draußen treffe. Ja? Was unterstützt dich dabei? Ja? Was unterstützt mich im Augenblick vielleicht nicht? Da merke ich das Essen auf die Nahrung. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt allzu streng mit mir sein, sondern da schaue ich eher lieber, okay, was tut meiner Psyche gut, was nährt mich eher jetzt mental, was nährt mich eher psychisch. Nicht in alle Richtungen absolut einschränken, außer du bist jetzt total auf dem Transformationstrip und sagst, okay, wenn schon, denn schon, dann transformiere ich jetzt alles in meinem Leben, aber dann brauchst du natürlich ganz viel Zeit nur für dich und überhaupt keine anderen Verpflichtungen mehr. Aber schaut, was nährt euch und nicht einfach hier mit aller Gewalt gewisse Dinge durchzuziehen. Ja, und als siebten Punkt möchte ich noch anführen, welche Supplements können dich gerade jetzt am besten unterstützen? Da hätten wir auf jeden Fall mal OPC, das ist auf jeden Fall der Grundstock. Diesbezüglich googelt einfach diese jetzt angegebenen Supplements. Ich habe zu jedem ein Video, da wird alles ganz genau erklärt. Ja, OPC, wie gesagt, als Grundstock. Das zweite ist Natron. Ich trinke täglich ein Wasser, ein 200 Milliliter Wasser mit einem
Kaffeelöffel Natron und etwas Himalaya-Salz. Ja. Zur akuten Bekämpfung habe ich CDL eingenommen und trinke auch immer wieder zwischendurch Graviola-Tee. Googelt auch Graviola-Tee. Graviola-Tee ist wunderbar und super. Ja, direkt fürs Immunsystem Vitamin D sowieso. Ja, das ist sowieso der Alleskönner in dieser Sache. Vitamin C, E sowie Zink, Magnesium und Kalium. Das sind so die Dinge, die wirklich das Immunsystem absolut stärken. Ja, Magnesium, Kalium würde ich in der Kombination nehmen, weil das einfach unglaublich wichtig ist. Und auf jeden Fall auch Cannabidiol, CBD zum Beispiel, eben auch, das unterstützt natürlich für weitere Bewusstseinsschritte und hat natürlich auch so den Effekt, dass man damit auch relativ ruhig und gelassen bleiben oder werden kann. Ja, nicht zu vergessen natürlich auch Vitamin K2 und Vitamin A, eben auch als Kofaktoren bei Vitamin D. Und was ich hier schon noch erwähnen möchte, das wären zum Beispiel Vitamin B12 und die Folsäure. Ja, das sind einige Dinge, die man nehmen kann. Für mich wären das mal so die wichtigsten. Ja, meine Lieben, das war ein Video zum Thema, welche Chancen, wie gestärkt kann ich aus dieser Krise hervorgehen? Eher geduckt und hoffen, dass es nicht noch viel schlimmer wird in Zukunft oder sich wirklich einfach positiv auszurichten und einfach nachzuschauen, was kann ich hier für mich tun, was kann ich hier daraus ziehen, damit ich gestärkt werde und auch gestärkt auf mein Umfeld einwirken kann. Ja, in dem Sinne, ihr wisst es, bleibt mal gesund, werdet gesund, wenn ihr es noch nicht seid. Ich habe euch lieb, wir sehen uns beim nächsten Video. Gebt mir einen Daumen hoch, schreibt in meine Kommentare, genau, schaut euch auch meine Infobox an und geht mal auf die Homepage bewusstgesund-geosixt-lebensmut.at. Wir sehen uns also beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.